mich selbst aufpassen und ich brauche keine Hilfe. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen. Hey, Freunde der Geschichte, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge haben wir Barnabas gerettet vor dem Zyklopen, haben ihn endlich mal die Leviten gelesen. Ich würde mal schauen, wie ihn gravieren. Verbessern? Was kann ich verbessern? Kann ich den... Ich habe mal den Morgenstern ausgerüstet. Schwere Keule. Könnte ich den? Benötigte Stufe 6. 81. Oh, ich... da warte ich mal. Gravieren. Ich habe hier die Keule, was wir vom Zyklopen bekommen haben, ausgerüstet. Chance auf kritische Treffer, Butterfähigkeit, Heldenschlag, Schaden, Ares Schlachtruf. Gravieren wir das fix. Wir sehen uns dann. Mal schauen, wie das wird. Und jetzt gehen wir erst nochmal zu Barnabas. Bereit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Cassandra! Ich hab gepackt und alles! Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Du bist zu jung oder kap... Sie ist zu jung. Vöbel, du bist nicht alt genug. Ich kann nicht ständig auf dich aufpassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen und ich brauche keine Hilfe. Selbst wenn das wahr wäre, es ist noch zu früh. Aber ich mache auch keine Umstände. Versprochen. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Oh. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du, damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Das ist lieb von dir, Phoebe. Danke. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Ja. Mach ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Cassandra! Du verlässt Kefalinia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja... Vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Ja, komm in meine Arme. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Cassandra. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Ja, super. Bist du bereit? Klar. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut. Das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Gut. Welchen Kurs nehmen wir?
Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Cassandra fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaos von Sparta? Nikolaos von Sparta? Flashback Time! Das Orakel hat gesprochen! Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Au. Sie hat ihn getötet, Mutter! Zahl für ihre Ehrlosigkeit, für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus. Das Kind wäre in Ordnung gewesen, aber der Mann nicht. Hör nicht auf sie! What? Super. Tolle Familie. Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios-Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Ubisoft präsentiert. Nach was? Assassin's Creed Odyssey. Nach keine Ahnung wie viel Folgen geht die Reise endlich richtig los. Es geht nichts über eine Brise. Muss ich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um eine echte Seefahrerin aus dir zu machen. Oh, und welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Aye, aye, Captain. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Ach ja, ich bin ja Captain. Wunderbar. Hey, wir sind Stufe 7. Mit Viereck können wir auf Reisegeschwindigkeit. Und
Ups, gut, wir müssen hier die Funk zurückholen. Wie komme ich da wieder raus? Ah, gut, zielen. Oho, irgendwie geil. Getroffen, Mist. Deckung. X gedrückt zum Rammen. Rammen. Und yes. Ich muss mich auch mal wieder einschalten. Bats. Bats. Ey. Bleib da, Leute. Aber den Morgenstern. Nee. Kann ich nicht auch irgendwie... Leute. Easy. Ich will die. Kann ich die? Okay. Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Das schaffen wir schon. Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Ja. Das heißt... Ich bin erst wieder da. Uns steht ein Kampf bevor. Bereit halten! Ja. Aber man kann nicht die Speere nicht abfeuern. Was sind die wohl woanders? Los. Breitseiter. Eins da versenkt. Ich bin der Kapitän.
Wo müssen wir hin? Fokus. Das Lager befindet sich auf einer Insel vor der Küste Fokus. Es könnte da sein. Es könnte hier überall sein. Da oben zum Beispiel schon. Aber davor ist ein Schiffswrack. Ich müsste erst einmal... bisschen erkunden. Ich habe jetzt die Insel markiert. Ist das ein Hai? Ja. Alter, ey, wie viel greifen mich hier an? Das ist zwar nicht schön. Yes. Ändern, einleiten. Ich gehe als erstes. Und erledigt. Ja, ja. Da geht's baden gegangen. Alter, Junge. Wir haben es schon relativ gut drauf, langsam. Grobes Schwert. Läuft. Ja, ich muss jetzt nochmal. Wo ist südlich von den Heiligen Landen? Muss hier sein. Die Insel vermute ich mal. Da will ich jetzt auf jeden Fall hin. Wir haben Höchstgeschwindigkeit. Wir gehen auf Reisegeschwindigkeit. Und wir segeln in aller Seelenruhe. Also, schöner Anfang jetzt hier rein. Aber ich glaube, das die Seereise werde ich ein bisschen rausschneiden wieder mal. Ja, schon. Das ist mein Ziel. Im Sommer. Da ist was da. Sind Leute. Sonst sieht es eigentlich ziemlich safe aus hier. Hier werden sie besonders wachsam sein. Könnte möglich sein, aber... fast nichts.
Komm schon. Bin vergiftet. Nein. Also die mit ihrer Giftpfeile. Bautz. Ich wollte ja hier hinten die Kiste haben. Nur aus dem Grund habe ich das gemacht. Uhuhu, Banditenbogen. Und da oben ist mein Ziel. Das heißt... ich muss relativ vorsichtig zu ihm gehen. Nee, nimm mir alle mit. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie... Bootsleute anhören. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anhören. Nütze einen Niederschlag. Nütze einen Niederschlag und andere... um ihn uns kampfunfähig zu machen. Ich habe ein Schiff, ein gutes. Mir fehlt nur noch die Mannschaft. Kommst du mit? Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. Okay, Schiffsmenü öffnen. Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen wurden, schließen sich die Bootsleute deiner anderen Mannschaft an. Wenn du nicht auf der Adrastea bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. Okay. Schiffsdesign. Ja, das muss so. Die Freigelassenen. Nach der Freilassung trieb es viel aufs Meer. Die Lust auf die Lust an Entdeckung und Bewegungsfreiheit erinnert sie daran, sich nie wieder unterdrücken zu lassen. Einige Menschen haben eine schwere Jugend und sehen nie ein Licht am Ende des Tunnels. Doch es gibt keine besseren, die an deiner Seite kämpfen könnten. Diese mysteriösen unter Kapuz versteckten Individuen sind Meister des Schleichens. Sie sind nur leicht gepanzert und schnell wie der Wind. Manche sehen ihren Feind nicht gerne in die Augen, bevor sie ihn töten. Sie lauern lieber im Schatten und ziehen einen Dolchstoß in den Rücken, den ehrenhaften Kampf vor. Diese Ägyptischen waren als Kundschafter gesetzt und Beschützer ihres Volkes bekannt. Bleiben wir erstmal bei Barnabas Mannschaft. Ah ja, spezielle Bootsleute. Ivi. Okay. Bayak. Okay, Aya. Den haben wir jetzt bekommen. Könnte ich nicht wirklich verbessern, weil ich nicht genug Holz habe. Wir müssen sammeln, auf jeden Fall. auf das Schiff gehe ich noch nicht zurück. Ich werde jetzt hier die Folge wieder beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Ihr schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn wir mit unserem Schiff weiter segeln. Also bis dahin, auf Wiedersehen!